Wer hätte gedacht?
deshalb ist der Goldbarren hiermit beschlagnahmt und gehört jetzt mir. Uns, verbesserte er. Uns, sagte Papa und nahm den Goldbarren an sich. Ich will sofort mein Geschenk von Oma zurück, schrie Henny. Bedauere, erwiderte Papa, eine Rückgabe ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Gibt es nicht noch andere Themen? Nein. Wir haben es auch nicht geklaut, sondern beschlagnahmt, verbesserte ihn Papa. Das ist etwas völlig anderes. Außerdem haben wir dir als Entschädigung eine Packung Kaugummi geschenkt, fügte Mama hinzu. Eine Riesenpackung Kaugummi. Du magst doch Kaugummi. Rote Rosen regnen. Und erstaunlicherweise klang es sogar richtig gut. Nach ihrem Baden aß sie zwei Portionen Rührei, drei Samstagsbrötchen mit Marmelade und zwei Rollbrötchen mit Couscous-Sahne. Gute Nacht, mein Sohn. Schlaf, lies schön. Zusammenzuckte und plötzlich auf den Waggons gefunden. Ich
das auch nicht. Was? Ja, das war nämlich Nase. Wusste ich's doch, rief Jonas. Ja, aber... Papa ließ sein Sektglas sinken. Eine Weile herrschte... Hatte ihn mitgezogen und stierte auf die Tür.
Tür zu der Treppe, die zu Chang Qings Zelle unter Deck führte. Alan setzte sich zu ihm und schlug ihm vor, einen Schnaps mit ihm zu trinken. Der Mann erwiderte, er sei für die vielleicht wichtigste Gefangene der Nation verantwortlich. Am nächsten Tag hatte er seinen Auftrag erledigt. Selbst wenn man sich den Witterungsverhältnissen entsprechend gekleidet hat, darf man es mit Fug und Recht als kühn bezeichnen, sich mit einer von Hand gezeichneten Weltkarte und einem Kompass zu einer Himalaya-Überquerung aufzumachen. Alan verabschiedete sich von Chang Qing und Ah Ming und brach zu seinem kleinen Marsch auf, der ihn durch Tibet, Südbritisch-Indien, Afghanistan bis in den Iran führen sollte, weiter in die Türkei und dann langsam nordwärts durch Europa. Nach 2 Monaten zu Fuß erfuhr er, dass er an der falschen Seite an einem Rückwärtskamm vorbeigegangen war. Diesen Irrtum könne er am besten korrigieren, indem er umkehrte und seinen Weg noch einmal von vorne begann. Wieder 4 Monate später, diesmal auf der richtigen Seite des Gebirgskammes, fand Alan, dass die Reise einfach zu langsam ging. In einem Bergdorf. Zufrieden mit diesem Scham. Die Islamisten nicht, die Kommunisten nicht und ganz bestimmt
seine Gedanken so gut es geht, das nicht mehr mit so vielen teilen müssen. Piranha, platzte Bosse plötzlich heraus. Das bist doch du, Mann, Piranha. Dich habe ich ja eben und drei Tage nicht gesehen. Der böse Bosse, rief der Wunder Piranha, der wie eine Klöpperei zu entlocken, was er wissen will. Was
später. Geradeaus, du fahren solltest.
wenn es ihn in ein Restaurant brachte, wo er eine Schlupfwodka und vielleicht auch einen Apfel zu essen zu bestellen. Aber sie waren grenzenlos vertraut miteinander. Und mehr als einmal hatte Juri seiner Frau erzählt, wie traurig ihn Alan Emanuels Schicksal machte. Und während Juri immer noch versuchte, sein Hirn in Gang zu setzen, übernahm ich befürchte, wir sind inzwischen ganz vom Thema abgekommen, sagte Alan. Du hast vergessen, meine Frage zu beantworten. Willst du zur Abwechslung nicht mal spielen? Alan Emanuel, ich bitte dich. Ich bin für meine Dienste am Vaterland mehr ausgezeichnet worden als jede andere Zivilperson der modernen sowjetischen Geschichte. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ich Spion werde, erwiderte Juri und hob das sechste Glas vor Schuss eines prächtigen Wodka-Rauschs zusammengeflüstert. Das amerikanische Budget für Nuklearwaffen floss dann ebenfalls fast bis in den Weltraum. Die Sowjetunion versuchte zu kontern, konnte es sich aber nicht leisten. Stattdessen begann das Land langsam zu brechen. Sei es nun aus Schock über die neue militärische Offensive Amerikas, sei es aus anderen Gründen. Am 10. November 1982 starb Brezhnev an einem Herzinfarkt. Zufällig hatte Alan, Juri und Larissa am Abend danach wieder eines ihrer Spionage. Wäre es nicht langsam Zeit, die Sicht kamen sie aber nach und begannen zu Alans Erstaunen eine Rente zu zahlen. Warum das denn? Fragte Alan. Weil sie Rentner sind, sagte die Behörde. Ach ja, sagte Alan. Die Jahre vergingen in gemächlichem Tempo und ohne dass Alan den Lauf der Weltgeschichte weiter beeinflusst hätte. 1989 begann die Sowjetunion. Und wir mit einer Barmanne durch die Zeit gereist.
diesen Drang zum Lügen geerbt hat? Von mir jedenfalls nicht. Das muss aus der Familie seines Vaters kommen. Sein Großvater väterlicherseits hat ein Buch namens Tiere, denen du nie begegnen möchtest, geschrieben. Das ist als schlagartig Gesang und Unterhaltung verstummt. Denn plötzlich flog die Tür. Hab gehört, hier soll der beste Dartspieler diesseits der Themse anzutreffen sein. Und wenn ihm so will.
dir einen Ring spendieren kann. Charlie Crunch legte den Kopf schräg. Das stinkt hier mächtig in den Wind. Der Zwerg kann die Regel nicht, wirft aber wie ein Weltmeister. Mit einem Halsschuh. Oh Gott, wie schrecklich. Tun Sie mir nichts. Nicht schießen, nicht. Dann flüsterte Charlie und steckte sich einen Löffel Essen in den Mund. Doch er konnte nicht anders, als reglos auf den Teller zu stachen, den Mama Crunch ihm vor die Nase geknallt hatte. Fisch mit zehnmaligen Chips, hatte sie gesagt. Was ist das für eine Soße? Er stocherte mit der Gabel in den grauen, schäumigen Zeug. Unterbricht man nur einen dieser Strahlen? Wenn eine Person im Raum ist, die es in 30 Sekunden nicht schafft, die Tür des Tresorraums zu öffnen, handelt es sich vermutlich um einen Dieb. Klug! Und die Tür und das Schloss. Die Tür ist aus dem dicksten Stahl, den es gibt. Idealstahl. Und der Code besteht aus 13 Zeilen und 4 Buchstaben, die sich automatisch jede Stunde ändern. Verstehe, sagte Bill. Aber das hört sich doch geistig an, oder? Dr. Proctor schloss bloß die Augen. Proctor, alles ist die Brüder Crunch, sagte er. Knochenpoker. Na Parmesan. Mit uns sah nicht so aus, als hätte er zugehört. Er zeigte auf den Plan. Und was ist mit diesem Weg hier? Dr. Proctor wollte sich erinnern. Das ist nur die Treppe, die in den Turm führt, Müller. 334 Stufen. Hand über die verschwitzte Stirn. Noch 13 Minuten. Er rannte los. An dieser Stelle ist es so spannend, dass es idiotisch werden muss, das Kapitel hier enden zu lassen. Trotzdem ist es genau das, was ich jetzt tue. Kapitel 15. Die große Flucht. Na dann. Lief durch die ausgeschalteten Laserstrahl zu dem Raum, der sich vor dem sichersten Tresor befindet. Plötzlich gar keine Lust mehr, zu rufen. Er wollte eigentlich auch gar nicht mehr wissen, wie viele Meter es bis nach unten waren, aber dummerweise hatte Lisa ihm erzählt, dass es 310 Fuß waren. Der Autoverkauf lief mehr schlecht als recht, weil alle weggezogen waren und Petronella als einzige noch mehr war. Na danke. Wie das war? Sterben hin oder her? Wenn ihr mich lieber tot als lebendig haben wollt, wieso habt ihr mich dann vom Big Ben runtergeholt? Noch 2 Sekunden und ich hätte mich nicht mehr halten können. Ich will dann der ganze Kram schon wieder, dass wir nach den internationalen Regeln spielen, Jungs. Und dann zeigt auf Charlies Plan. In Folge als Dr. Proctor Sternus Vollsmann hinter sich hören. Was ist doch, Professor? Ach, ich dachte nur, dass ich gerne auch das Gold einpacken würde, wegen dem wir gekommen sind. Fahr geradeaus über den Kreisverkehr. Aber das Gold ist doch dort. Ich deutete auf den Lokal, der im gleichen Moment in der Länderaufnahme gezeigt wurde. Und wir reden davon, sagte Lisa, ohne den Blick vom Professor zu nehmen, dass der Doktor total. Nur wenn Sie nicht auch noch auf die Reserve machen wollen. Haben Sie einen Materialverwalter? Sowas kann Rotman sich nicht leisten. Fein, da bin ich eben ab jetzt der Materialverwalter, sagte der Mann, der sich Will Macaroni nannte. Na, was sagen Sie? Lassen wir uns in Grund und Boden stampfen, Toast. Setzen Sie auf der Sitzbank.
Verbot für Verletzungen erlassen. Tut mir leid, sagt Miller, als er sich neben Pilot und Dr. Proctor und Kinsa auf die Wache fallen ließ. Er sah ausnahmsweise mal wirklich wie am Boden zerstört aus. Wer weiß, wann ein Spiel Wembley Stadion wird voll. Und nachdem Small und meine Hand und die Mannschaft an der Tribüne der Königin gewesen waren, um ihre Siegerprämie entgegenzunehmen, wurde diese auf einem goldenen Stuhl durchs ganze Stadion getragen. Dabei hielt sie den großen Pokal und ihre Vierer. Und jetzt treibt mich in die Umkleide, kommandierte sie und drückte den Pokal dann fest an sich. Mit dem Spielertunnel genau an der Stelle, wo Müller mit einem wunderbaren Räuspern hören ließ. Also, sagte der König. Als in Madame Tourettes Wachsfigurenkabinett alle neuen Figuren fertig waren, war noch ein kleines bisschen Wachs übrig. Nicht ausreichend für einen Ministerpräsidenten, aber genug für einen Knirps, der bereits persönliche Fanclubs drüben in England auslege. So! Her mit den Knöcheln! Ich werde wahnsinnig, murmelte ihre Mutter. Bin ich beim Moderator von norwegischer Lügenwolde gelandet? Ja, sagte Nielsen und grübelte, wo er die Stimme schon mal gehört hatte. Ich habe einen Anno Nielsen und dachte wieder, dass ihm diese Stimme sehr bekannt vorkam. Sie könnten ja in Ihrer Veräppelungsshow sagen,
Schlüssel. Das kann nur heißen, dass er sich in Gefahr befindet. Stimmt. Und was bedeuten diese anderen Mörder? Diese musterte konzentriert die Karte, das Hängen dessen Boden mit etwas Erdbeerrotem bedeckt war. Auf dem Etikett stand: Zeitseife in Dreiviertel volle Zeltbadewanne füllen. Volle Chancenentwicklung.
zu schießen, die für andere mächtige Könige kämpfen, weil wir es schick finden, ein großes Land zu regieren, in dem kein Mensch fröhlich ist oder Frühstück bekommt. Abgesehen von Wille und jenem Grashüpfer, der sich sein Bein kratzte, war es jetzt über Waterloos Feldern etwas Mucksmäuschen. Ich habe einen Vorschlag. Und setze dich ab, Generator. Ich schlage vor, rief Bühne. Legt eure Gewehre hin, marschiert nach Hause, umarmt eure Frauen und Kinder und raucht nicht im Bett. Really? Treibt Sport, führt freies Wahlrecht ein und benutzt euren Geld. Wir brauchen auf Raspberry nicht zu warten.
die wie immer Schule sagen, gemeinsam ist, dass sie keine Milch getrunken habe. Dann muss was in der Milch sein, dass sie hypnotisiert, rief Lise. Professor, als Sie erzählt haben, dass Galvanius im Unterricht eingeschlafen ist, meinten Sie, dass er schon ein komischer Kauz wäre. Heißt das, Sie kennen ihn? Wir haben beide... Siehst du nicht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten eine Ansprache an das Volk hält? Als der Nachrichtensprecher von Adel gesagt hatte, dass die Bewohner des Teilweges 24 einen gewaltigen Knall gemeldet hätten. Oder was meinst du? Ich sehe, dass du verdammt recht hast. Morgen draußen. Und als die Sonne auf
einsammeln, wie wir jetzt hier sehen. Aber woher soll dieser Müll sonst kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht haben sich da mehrere Strömungen gebildet und Köln liegt jetzt an einem großen Meeresstrom. Was? Das verstehe ich überhaupt nicht. Spielst du jetzt etwa auf deine Badewannenversuche an, Julien? Wo du mit diesen Tierchen experimentiert hast? Du hast mit Gummi gespielt, Julien? Ja. Ich dachte, aus dem Alter bist du längst raus. Ach, das George. Es geht hier nicht um irgendwelche Gummienten, sondern um die Friendly Floaties. Genau. Die berühmtesten Quietscheentchen der Welt. Na, ich geh doch mal wieder an meine Arbeit. Aber der Kabeljäger muss hier bleiben. Wir brauchen seinen Schlüssel, damit meine Freunde aus dem Kabel dort raus können. Was sagst du da? Hank, kommen Sie sofort zurück. Warum denn, Kapitän? Zunächst nichts damit anzufangen, wollte die Sachen verkaufen. Um ihren Wert zu taxieren, kontaktierte ich einen Freund von mir, einen Professor für altenglische Geschichte in Cambridge. Aha, und mit Hilfe Ihres Freundes haben Sie erkannt, was Sie da gefunden hatten? Ich erkannte vor allem die Einheit.